Genau, das so ist war schon das. Sexuelle Belästigung. Ja, aber. Ja, aber. Ja. Oder wieder auf der Gamescom oder so. Ja, aber es ist ja langsam ein alter Hut. Naja. Tradition, sage ich. Tradition. Noch ein alter Hut ist, dass Donald Trump komische Sachen macht und die Welt darunter leidet. Oh, Jassy. Oh. Denn wir haben einen Kommentar bekommen. Aber wer sind wir? Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind Tino Ranacher. Und Robin Nosterafu. Und wir resümieren die vergangene Woche, was online los war, was offline los war und was in unserem Leben los war. Manchmal auch. Also in meinem Leben ist ganz schön viel los. Ist das so? Ja, ich habe nämlich wieder Polypen. Ich war gestern beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Du siehst auch, dass es juckt gerade wieder mal alles. Ja. Mm. Meine Nase ist gerade noch halbwegs frei. Also Leute, bitte spendet. Bitte spendet, damit ich mir, wenn ich dann ausfalle durch die Operation der Polypen, das ist alles so dumm, ne? Eigentlich sollte ich auch am Bauch operiert werden. Ja, aber da hat jetzt auch der Arzt gesagt, naja, wenn sie durch die Nase keine Luft bekommen, ist ein bisschen ungünstig. Ja, bei der OP. Ja, ja so. Also erst das heißt, Polypen raus und dann Bauchnabel. Das ist alles nur dumm. Also ich nehme jetzt eine Woche irgendwie 4 verschiedene Medikamente und gucken dann, ob die Polypen kleiner werden und es ist einfach nur wenn alles du nicht scheiße. Streamen kannst, und dann hol doch einfach, weiß ich nicht, hol irgendwen ran, der das für dich macht. Dein Double zum Beispiel, der für dich streamt. Das mache ich. Ist ja wichtig. Das also in meinem Leben passiert. Also ich bin kein gesund. Ich war jetzt beim Arzt, habe mir Blut abnehmen lassen und ich habe nur einen leichten Vitamin D-Mangel. Nee, halt nicht. Ich habe einen leichten Vitamin D-Mangel. Aber ist das nicht im Winter normal, mehr oder weniger? Ja, aber ich soll es trotzdem supplementieren, sagt der Arzt. Also Tabletten nehmen, quasi. Tino needs the D. I need it sometimes. Tino braucht heute echt mal den D. Damit er seinen Mangel da kompensieren kann. Aber sonst ja, schön. Alles nice, alles. Ich habe kein AIDS. Das finde ich gut. Wir haben allerdings vielleicht ein bisschen AIDS als Podcast. Wir wurden nämlich sehr hart kritisiert. Ja, das war echt hart. Von das Stahlmetaller. Ich kann vielleicht, also es ist ein relativ langer Kommentar gewesen, vielleicht lese ich den auch mal vor. Oder zumindest im Teilen. Ich habe kurz überlegt, den Podcast einzustellen nach diesem harten Kommentar, aber. Ja, also ich muss dazu sagen, Stahlmetaller ist halt auch jemand, der sehr lange dabei ist. So, der genießt da bei mir auch, der hat oft kommentiert und so, der genießt da bei mir ein höheres Standing erstmal. Oh, ja, okay. Ja, so. Aber ich bin jetzt nicht ganz d'accord mit dem, was er sagt, beziehungsweise was er oder wie er kritisiert. Ich schau mal kurz, ne? Man kann uns ja im Internet nachschauen, für die Leute, die es gerade im Radio hören. Auf YouTube sind wir zum Beispiel vertreten. Da haben wir jetzt vor einer Woche, nee, das ist ja gar nicht das. Das ist ja vor 2 Wochen mittlerweile. Richtig gutes Wortspiel. Das war's. Das kriegen die Leute im Radio ja immer gar nicht mit, was wir für geile Wortspiele machen hier. Das war's, weil Star Wars und das war's, nämlich mit Australien und mit 2019. Richtig. Und der Titel heißt Das war's, es ist aus, in Klammern, Tralien mit 2019. Der Hammer. So viele Wortspiele auf so vielen Ebenen. Ja, so. Dann haben wir aber letzte Woche über den Iran schon gesprochen, obwohl das da brandheiß noch war. Also da wusste keiner, was passiert hier. Wir haben es schon besprochen und wir hatten wirklich hochrangigen Besuch, Tino. Ja, den Daniel Gratz hatten wir zur 50. Ausgabe. Gratz. Ich wurde unterrichtet, er hat uns am Anfang nicht korrigiert. Ne? Ich sag, richtig, ich habe Daniel Gratz sage ich immer, aber du korrigierst mich ja nie. Wirst du so ausgesprochen? Und dann sagt er ja, so wie die Stadt in Österreich. Aber ich habe recherchiert, die Stadt in Österreich wird halt Graz ausgesprochen. Ja, das weiß ich eigentlich. Ich kannte diese Stadt halt nicht. Echt nicht? Nee. Ach, krass. Aber ich kenne Österreich, halt, ne? Wir haben halt eine gemeinsame Freundin und sie meinte auch zu mir, dass er Kratsch heißt. Oder sie hat mich zumindest nicht korrigiert, als ich meinte Kratsch. Naja, komisch. Auf jeden Fall haben wir mit Herrn Kratsch, haben wir den Iran besprochen. Und Stahlmetaller hat einen sehr, sehr langen Kommentar hinterlassen, den wir natürlich hier nicht unerwähnt lassen wollen. Also, er ist halt wirklich sehr lang. Ellenlang. Hast du nicht ein paar Highlights oder so? Weil es sind ja auch Sachen, die wir zum Teil auch gar nicht bestritten haben. Ja, pass auf, der Punkt. Jetzt kommt meine Rechtfertigung, ja? Ja. Wir sagen im Podcast, Achtung, sein Kommentar ist vom Sonntag. Wir haben aber Freitagmorgen quasi das schon aufgenommen. Das heißt, er hat vielleicht auch schon viel mehr Wissen. Beziehungsweise man weiß schon insgesamt mehr über die Vorfälle und so. Und wir sagen halt noch im Podcast, oder ich zumindest habe gesagt, die letzten 2 Stunden habe ich mich jetzt nicht nochmal damit auseinandergesetzt. Ich weiß halt, dass da was passiert ist so, aber jetzt nicht ausführlich. Hab Verständnis, ja. Und das, was er dann sagt, ihr könnt es ja auch einfach nachlesen. Ich lese es jetzt nicht nochmal extra vor. Das, was er sagt, ist im Grunde ein ellenlanger Text,
der einfach nur das feststellt, was halt keiner bestreitet, das ist nämlich der Soleimani. Das war kein guter Mensch. Natürlich so. Nicht. Das hat aber auch nie jemand bestritten. Ja. Und dass der Iran jetzt auch nicht irgendwie lupenreine Demokratie ist, hat ja auch niemand gesagt. All das, ja. Er sagt auch, die Welt ist ein besserer Ort ohne ihn. Das kann ja auch alles sein. Aber das alles ist vielleicht nicht ein Argument dafür, dass das richtig war, ihn einfach so umzubringen, wie sich jetzt im Nachhinein auch noch rausgestellt hat, war er gerade auf einer Friedensmission. Also wurde er quasi unter Vorwänden rausgelockt, mehr oder weniger, weil der ist ja ein ranghoher General, wie gesagt, die zweitwichtigste Person im Iran. Er wird gefürchtet und geliebt von den Iranern. Der hat sich ja irgendwie bis vor 2 Jahren oder so, hat er sich gar nicht groß gezeigt. Hat sich auch noch rausgestellt, dass der Social Media Beef mit Trump gemacht hat. Ja. Dass da so auch so Memes hin und her geschickt worden, er vorm Weißen Haus und das Weiße Haus brennt oder sowas. Und auf jeden Fall war er mehr oder weniger auf einer Friedensmission, um irgendwie zu klären, um die Konflikte. Ich weiß gerade nicht, zwischen welchen Parteien, ist auch scheißegal im Grunde, ja. Aber informiert euch selber. Wie immer. Am ihr besten müsst, mit dem Brennpunkt Internet. Ihr müsst uns gar nicht hören. Einfach selber informieren, das ist die Quintessenz hier aus dem Podcast. Ihr müsst uns nicht hören, ihr müsst uns nur kaufen. Brennpunkt Hörerwunsch, 20 Euro und wir reden über ein Thema eurer Wahl. Wir haben jetzt keinen mehr in der Röhre, also... Aktuell nicht, nee. Gönnt euch bitte, gönnt euch und gönnt uns. So. Wie gesagt, Verständnis bitte für meine Nase auch. Auf jeden Fall war der auf einer Friedensmission, wird dann bäuchlings gemeuchelt, hinterrücks abgeschlachtet, ja. Und das sendet nicht die geilsten Zeichen. Alleine diesen Move kann man ja kritisieren, ob das jetzt ein guter oder ein böser Mensch war. Ja. Wenn man sich das einfach andersrum vorstellt, wenn der Iran aus dem Nichts, ja, was weiß ich, Bernie Sanders, ja. Mein geilen Typen Bernie Sanders. Ja. Wenn er den einfach aus dem Nichts, weil Bernie Sanders, der findet mich nicht gut, den schieße aber ich jetzt. Aber Sanders ab. Ist ja auch kein ist kein Militärmann, ja, aber es ist einfach umgedreht, wenn der Iran aus dem Nichts einen ranghohen Offizier im Militär vom Blinks. Dann wäre er hier Polen offen. Ja, da würde Amerika sofort sagen: terroristischer Anschlag, aber sofort Atombombe drauf. Übertrieben, Hyperbel, Stahlmetaller, bitte. Ja, nimm's nicht ganz so. Ist nicht ganz weit entfernt. Ich weiß nicht, ich würde halt am liebsten, ich hätte mir vielleicht den einen oder anderen Punkt zitieren sollen. Er hat doch geschrieben, dass Trump vor einigen Jahren noch Obama kritisierte dafür, dass er in den Iran einfallen will. Und jetzt macht es Trump halt selbst, dass es ja widersprüchlich ist. Da meinte dann hier dein Stahlgewittertyp da, dass Stahlmetaller heißt er, ja. Dass... dass sich ja auch die Lage ändert, ja, die politische Lage, ja. Und so. Es ist ja alles richtig. Die Lage ändert sich, aber trotzdem, ja, finde ich es allgemein gültig, dass Krieg die allerletzte Option sein sollte. Immer, ja. Oder im besten Fall gar keine Option. Ja. So, in meiner Welt, sorry, aber die Lage kann sich so sehr ändern und man kann vielleicht trotzdem noch mit Diplomatie versuchen, das zu klären. Auch wenn die plötzlich viel schlimmer sind, was weiß das ich. Das eine war ja Bin Laden zu töten, so, der war ja jetzt kein Regierungschef in dem Sinne, er war ja einfach nur ein von der Terrormiliz der Chef. Das andere ist aber ein ranghoher General eines Staates. Und das kann halt durchaus zu einem Krieg führen, wenn es ganz dumm läuft. Es gab auch dann noch den Gegenschlag vom Iran. Die haben dann eine US-Militärbasis, ja, im Irak angegriffen. Zwei Basen? Zwei Basen sogar. Und da kommen wir gleich dazu, weil Franz kam da mit in der Nacht zu mir und war ganz aufgewühlt, weil Franz war irgendwie direkt drin und ich weiß, ich hat vielleicht zu viel gelesen, der Dritte Weltkrieg bricht aus, weil davon war ich jetzt noch nicht überzeugt. Aber auf jeden Fall hat Stahlmetaller in seinem Kommentar auch dieses Konstrukt Mullah-Regime und so hat er auch angesprochen. Und von allem, was ich mitbekommen habe, hat dieser ganze Move eigentlich eher dafür gesorgt, dass der Iran komplett geeinigt ist, sodass es da Aufstände gab und Proteste, aber durch diesen Anschlag ist halt dieser Soleimani zu einer Art Märtyrer geworden. Und dann, das eint ja das Volk, so einen gemeinsamen Feind. Da, der Jude, da können wir ihn wieder mal vorholen. Ja. Ja? Der Jude. Wenn du so einen Feind hast, oh, der Amerikaner kommt jetzt hier an, bringt hier einfach so einen Typen um, rücklings, ne? Ja. So, das eint natürlich so ein bisschen. Also ist das ja auch was dieses Argument angeht, vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Aber ich will jetzt nichts absprechen, er scheint sich schon auf jeden Fall mit dem Iran sehr gut auszukennen. Offenbar schon. Das möchte ich auf jeden Fall gar nicht bestreiten. Der Punkt ist ja nur, dass all das, ja, schlechter Mensch und so, für mich nicht unbedingt ein Argument ist, dass das der beste Move war, das so zu lösen. Ja. Gut. Und dann gab es ja diesen Gegenschlag vom Iran. Ja.
auf die US-Militärbasen genau. mit völliger Zerstörung, wo Trump noch meinte, ach, alles gut, ist nicht so schlimm, da, ja. da stehen wir drüber. All is fine war das Erste, ja. was man auf Twitter gelesen hat. Ja. Und dann hat der Iran auch gleich gesagt, wenn noch ein Schlag von euch kommt, Amerikaner, dann machen wir Israel kaputt. Dann werfen wir da eine Bombe drauf. Ja, es war so ein bisschen Penis auf den Tisch gelege, aber gleichzeitig halt auch so Friedensangebot. Mhm. Weil, wie sich ja dann auch rausgestellt hat, hat sich währenddessen auch so ein Flugzeug, nein, zu dem Flugzeug kommen wir später, aber ja, ja. sie haben auf jeden Fall die Basen vorgewarnt, beziehungsweise den Irak vorgewarnt, der dann die Basen vorgewarnt hat, weil die Basen ja sich im Irak befanden, genau. nicht im Iran. Und dementsprechend ist keiner dabei gestorben. Hm. Die ersten Meldungen waren gleich irgendwie 80 Leute sind gestorben. Genau, und genau ja. das, mit dieser Meldung kam halt Franz zu mir, ey, da ganz viele Raketen im Internet gesehen und so und 80 hm. Leute sind gestorben. Oh, ich hab jetzt echt keinen Bock auf Krieg. Wie hängt denn Deutschland damit drin? Weil mit Rammstein und so, die machen das ja über Rammstein und so, sind wir jetzt am Arsch? So dieses. Hm. Und ich rühre da meine Suppe um in der Küche nachts um zwei und denke, was? Ich gucke hier gerade so ein YouTube-Video, ich gucke gleich mal so. Ja, wie sich rausstellt, oder, also gut, das ist meine letzte Nachricht, die ich weiß, dass keiner gestorben ist, weil sie mhm. halt gewarnt wurden, aber die Basen wohl zerstört wurden. Und ja, das war halt so ein bisschen, also ein Mann wir behalten Haltung, wir als Iran, wir zeigen, mhm. wir lassen es nicht mit uns machen, mhm. aber wir haben auch nicht so das Interesse dran, jetzt in den Krieg zu ziehen. Die würden auch verlieren, glaube ich. Ja, also, ich habe ja mal so ein Video gepostet in der Patreon-Gruppe, in die man reinkommt, wenn man $3 im Monat spendet, vielen Dank, dass der Iran an sich eine richtig harte eine Geografie hat, die ihn fast uneinnehmbar macht, zumindest am Boden. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Ja, am Boden, aber nicht von oben. Ja, aber also so nimmst du ja kein Land ein, so zerstörst du ein Land. Wenn du den erst zerstören und dann einnehmen. Da gibt es ja da nichts mehr. Also wer will ein Land einnehmen, wo auf einen Atombombenteppich draufgefallen ist? Nägelnagelneu, ist doch alles top. Mhm. Kannst neu einrichten. Wir haben es auf jeden Fall von der Schippe wuchten können. Hm. Beziehungsweise hat Trump gesagt, er möchte Frieden. Ich will jetzt hier nicht wieder Stahlmetaller in die Karte spielen, wenn er sagt, Hauptsache Orange Man bad. Das war nämlich so sein Schlussplädoyer. Und kann sein, dass ich mittlerweile so einen kleinen Bias, so eine kleine Vorverurteilung habe, jedes Mal, wenn ich was von Trump höre. Kann sein, dass ich mich da mittlerweile reingearbeitet habe. Das Letzte, was ich dir jetzt geschickt habe, was schon ein paar Monate her ist, wie Trump augenscheinlich mit einem fucking Textmarker oder halt mit einem Edding, mit einem Sharpie, eine Wettervorhersagetafel bearbeitet, damit sie dem entspricht, was er vorher gesagt hat, nur damit nicht dasteht, er hätte die Unwahrheit gesagt. Hm. Das war irgendwie vor 3-4 Monaten. Ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Das ist ja nee, bei all das dem, ist so surreal, Alter. Bei all dem Quatsch, den Trump verzapft, geht das manchmal unter, solche Kleinigkeiten. Da geht mir das ein bisschen ab, ihm den Benefit of the Doubt zu geben. Also das Wohl des Zweifels, liebe Radiohörer, die ja, kein Englisch also können. Also im Zweifel für den Angeklagten, meinst du? Naja, dass man vorher sagt, so, der macht das schon. So, weißt du? Ist aber auch gefährlich. Der Trump weiß schon, was er tut. So, das hat er bei mir leider ein bisschen verloren, Stahlmetaller, sorry. Ja, ist aber auch gefährlich, das so zu machen. Ich finde, man sollte jeden hinterfragen, so ein bisschen. Ja. Egal wen. Naja, aber halt gleich von allem ausgehen, was Trump macht, ist scheiße. Das verstehe ich schon, dass das jetzt auch nicht so geil ist. Mhm. Aber die Fakten sprechen da halt leider ein bisschen für. Ja, man kann ja auch mal schauen konkret, so nach guten Sachen, die Trump so gemacht und gesagt hat. Und da ist halt nicht viel da, tatsächlich. Wie es mir auch mit der AfD geht. Ich suche ja manchmal auch Sachen, die gut sind bei der AfD. Das, und die, das die gibt es vielleicht, aber es sind sehr, sehr wenige Sachen. Bei Trump zum Beispiel, was er immer wieder sagt, die Economy, die ist so gut, ne? Und es gibt da auch Graphen, die zeigen, okay, ja, es läuft gut, aber es ist halt eine Kurve, die unter Obama angefangen hat und einfach so weitergeht. Das muss man halt auch einfach mal. Also Sachen, die Obama schon angefertigt hat, die. Will ich jetzt auch gar laufen. Nicht sagen, dass Obama da alleine dran Nein, schuld Fall. Ist. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Trump an die Macht gekommen ist, auf einmal geht es steil nach oben. Nee, so ist es halt nicht. Und so wird es dargestellt. Und da muss man halt schon ein bisschen korrekt sein, finde ich. Aber zum Thema, dass man eine Wetterkarte bearbeitet, um recht zu haben, das war doch bei Boris Johnson auch so, dass er ein Wahlwerbevideo hatte. Vor den Wahlen. Da, ja. Und dann nach seiner Amtszeit und dann nach 2 Jahren oder so hat er das Video neu hochgeladen und die Sachen rausgeschnitten, die er nicht geschafft hat. Ah ja, stimmt. Nur ja, um das zu zeigen, dass er alles geschafft hat. Auch am Rand mitbekommen, ja, stimmt.
Geschichte wird gemacht, Leute. So ist das. Aber merkst du, wir machen ganz wenig Flachsraketen, weil es war doch schon eine ernste Sache jetzt mit Iran, ne? Ich war jetzt nicht ganz so panisch wie Franz da, aber es hat sich schon angefühlt wie, oh, da bewegt sich gerade was, was ich vielleicht nicht bewegen sollte. Also Angst habe ich erst, wenn hier der ABC-Alarm ausgelöst wird. Vorher ist nicht. Das dieses... Wie bei Die Welle, genau. Naja, also ich fand die Memes auch lustig, so von wegen Feministen. Das ist hart, ne? Wir wollen Gleichberechtigung und dann irgendwie, oh, wir gehen doch lieber in die Küche. Im Dritten Weltkrieg. Bis heute kann ich das emotional nicht einordnen, dass du dir vorstellst, wir sind jetzt an dem Punkt, ich weiß nicht, ob das wirklich der Zynismus ist oder dieses Aufgeben von Millennials und Generation Z, dass jetzt, ja, okay, der Weltkrieg kommt, wir machen Shitposts und Memes darüber, statt zu sagen, okay, das ist schon hart. Also gut, es kam ja jetzt nicht wirklich. Mhm. Was wäre, wenn jetzt wirklich quasi auf einmal über Nacht 50 Länder im Konflikt stehen? So. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auch drüber gememt würde. Und das ist das halt ist schon irgendwie hart, oder? Das ist Galgenhumor. Ja, aber also, ich weiß nicht. Was sendet denn das für ein Signal? Man müsste doch eigentlich lieber, guck doch mal hier, was ist denn hier? Was war, 69er-Bewegung, ja? Wo die dann alle gesagt haben, hier, fucking, jetzt kommt auch Halbwissen, ich bin da nicht ganz firm drin, aber hier, Vietnam und so, wir haben keinen Bock auf die Scheiße. Wo sie alle auf der Straße waren. Wenn die stattdessen zu Hause sitzen und irgendwelche Memes erstellen, haha, lol, wird kommen. Das ist die Kommunikation des neuen Jahrtausends. Das ist aber nicht geil, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das von Vorteil ist. Naja, aber auf die Straße gehen ist halt nicht mehr ganz so modern. Ist uncool geworden. Du erreichst mehr Menschen, glaube ich, indem du halt in den Medien aktiv bist. Ja, aber die Memes sind ja nicht Krieg ist scheiße, sondern Krieg ist lustig. So, das ist ja eher die Punchline. Nee, das nicht. Also natürlich nicht, ja, Krieg ist wirklich lustig, das natürlich nicht, aber so dieses, ich habe so viele Me and the Boys when we get drafted und so ein Scheiß. Ja, solche Memes, da ist ja kein, da ist ja keine Ebene von, ja, eigentlich ist das nicht so geil. Ja. Das Einzige, was ich in die Richtung gesehen habe, war, wenn die ganzen Trump-Supporter dann auf einmal sagen, oh, ich soll Krieg, ah, nee. Bandscheibe. Bandscheibe, das ist ganz ungünstig. Ja. Bandscheide bei Frauen und Bandscheide. Bandscheide. Bandscheide-Vorfall. Ich finde die Memes witzig, die weisen ja auch nur auf Missstände hin. Sie sollen jetzt auch nicht Sachen bewegen, sondern sollen einfach nur auf Sachen zeigen und lustig sein und so ein bisschen auch die Angst nehmen vor dem Dritten Weltkrieg. Was schaust du so? Ich sehe hier keine Zeit. Dieses Programm ist ja geändert worden. Und man sieht ja keine... Wir haben jetzt auch nochmal Programm. Aber wir haben ungefähr 5 nach angefangen. Weißt du das ja? Ja. Okay, ich vertraue dir da mal. Ich gebe dir den Benefit of the doubt. Yes, ich bin nicht Trump. Und noch ein Meme fand ich ganz witzig. Als es hieß, wenn die USA mit nur einem Flugzeug kommen. Oh fuck, ach mit so, nur einem Flugzeug. Ja. Ja, und dann, ja. Die Atombombe und so. Also ich fand es schon witzig, hat auch keine Angst. Ich find's ja auch witzig, das bestreite ich ja gar nicht. Aber es ist halt irgendwie gesellschaftlich vielleicht bedenklich. Man kann ja zumindest mal drüber nachdenken. Also ich hätte nicht wirklich also Angst. Ich fand es schon irgendwie krass, was gerade passiert, so viele Sachen, ja. Aber irgendwie war ich nicht besorgt und ich glaube auch, dass es erstmal jetzt Ruhe ist. Ja, man hofft's. Mit Iran und USA. Trump hat ja eine Pressemitteilung quasi dann gemacht, die, ja, Orange Man Bad und so, aber die war halt auf jeden Fall abgelesen und sie hat sich nicht angehört wie was Trump sagen würde. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn wir vergleichen, was da vorgelesen wurde und wie Trump auf seinen Rallyes spricht oder sonst, wenn er halt freispricht. Ja, der hat auch seine Writer, seine Ghostwriter. Das legt, also können zumindest die Möglichkeit nahelegen, dass dieser ja, wir lassen den Iran jetzt mal in Ruhe, dass das nicht von Trump ausging. Nee. So, weil wenn es nach dem geht, der will ja seine Versprechen einhalten und er hat ja gesagt, das war ja auch noch, das haben wir im letzten Podcast auch noch nicht besprochen, weil es noch gar nicht Thema war, dass gesagt wurde, ja, wir haben 52 strategisch wichtige Punkte und kulturelle Denkmäler oder halt das war Sites, also ne? auf einen anderen Angriff. Auf irgendwas, was 30 Jahre her ist, ja, irgendwelche 52 Geiseln oder was da war. Ist aber auch egal, also der Punkt war, dass er quasi gedroht hat, kulturelle Stätten, Gebäude zu zerstören, was halt auf jeden Fall auch ein Kriegsverbrechen ist, wenn man strategisch da irgendwie jetzt, ja, jetzt zerschießen wir euch mal das Nationaltheater, weil ihr wart gemein. Ja. So, und da sind halt alle zurückgerudert. Es gab ja jetzt sogar im Kongress ein paar und ein paar Senatoren, die auch gesagt haben, es geht gar nicht, wie das besprochen wurde. Wir waren in einem Raum eingesperrt, also was heißt eingesperrt, aber wir waren in ein Gebäude,
wo man eh alle Handys abgeben muss, wo nichts reingeht, nichts rausgeht und trotzdem wurden wir nicht wirklich gebrieft darüber. Ja. Republikanische, ich glaube Senatoren, ich glaube es ist ein Senator war das, der ist ja richtig auf Fox News sogar, die ja eigentlich voll pro Trump sind, ist ja so ein bisschen getiltet. Ja. Also das war nicht, auch für die ganzen Leute in Amerika war das jetzt nicht die geilste Entscheidung. Irgendwie wirken oftmals diese rechtsgerichteten Politiker so ein bisschen amateurhaft, finde ich. Es hätten die so ein bisschen weniger Ahnung und würden nicht so auf die Regeln achten. Machen einfach, handeln einfach so. Während so eher Demokraten oder so Linke mehr so ein bisschen bedächtig sind und gucken, die Richtlinien einzuhalten, was auch ein Problem sein kann. Ich glaube, die Bürger mögen die Politiker, die halt aktiv sind. Ja, das hat sich ja mal gesagt. Du willst linke Politiker, die rechte Gewalt anwenden. Kann man so subsumarum zusammenfassen. Nein, ich wollte linke Politiker, die mal handeln, so wie Rechte handeln. Auch einfach mal Freischnauze ihre Meinung sagen. Freischnauze auf die Schnauze. Freischnauze auf die Schnauze, so kann ich es zusammenfassen. Okay. Wollen wir einen Themensprung machen? Warte, lass mich noch mal ganz kurz gucken, nicht, dass wir da ganz was... Das Flugzeug, das haben wir nämlich jetzt noch gar ja, nicht gesehen. Ja, stimmt. Da können wir nicht wegspringen. Abgestürzt. So wie die Leute aus Mellemann. Dem Flugzeug nicht wegspringen konnten. Ja, weil es nämlich sehr plötzlich passiert ist. Zur selben Zeit. Also aktueller Newsstand ist, dass die tatsächlich abgeschossen wurden. Aus Versehen. Aber aus Versehen, genau. Weil sie dachten, also weil der Iran quasi in High Alert war. Ne? Meine Fresse, heute ist aber mein Englisch. Ne? Ich kann heute nicht Deutsch sprechen. Gut, dass wir nicht keine Folge machen ohne Anglizismen. Ja, das stimmt. Also liebe 80-jährige Radiohörer, sie waren in hohem Alarmzustand. Ja, die Iraner. Und deswegen sind wohl die Verteidigungssysteme angesprungen und das Flugzeug wurde abgeschossen. Ein Passagierflugzeug zwei deutschen Toten, glaube ich, waren sogar. Hat die Bild sofort berichtet, ja. Mhm. Es waren auf jeden Fall irgendwie 62, glaube ich, 62 Kanadier und deswegen hat Trudeau sofort gesagt, ich werde alles tun, um rauszufinden, was da passiert ist. Und wie sich herausstellt, wurden die halt abgeschossen. Am Anfang hieß es noch irgendwie, das war halt, warum überhaupt sofort der Zweifel da war. Innerhalb von weniger als 60 Minuten hat der Iran gesagt, ja, es war ein technischer Defekt. Und normalerweise dauert dieser Prozess, das rauszufinden, mindestens irgendwie 48 Stunden. Ah, ja. Weil man die Blackbox von dem Flugzeug finden muss. Und die hat ja quasi alle Daten drauf. So, aber innerhalb von 60 Minuten wurde gesagt, war ein technischer Defekt. Und dieses Statement wurde dann gelöscht. Also alles ein bisschen sehr komisch. Plot Twist, jetzt führen die Kanadier und die Iraner Krieg miteinander. Das wäre witzig. Wäre auch sehr witzig, tatsächlich. Ja. Sorry. Aber das wäre, also ich glaube, da würden dann die Amerikaner wiederum sagen, ja, dann machen wir jetzt doch mit. Und dann sagen andere wieder, ja, dann machen wir jetzt auch mit. Ach, vielleicht ja. passiert es doch noch. Wie so eine Skatrunde. Die netten Runde Kanadier wieder, dass die wieder Krieg vom Zaun brechen müssen. Echt mal, solche Meine Schöcher. Fresse, beerdigt eure 62 Leute und gut das ist. Das gut, ja. Ja, es ist halt schon echt hart. Du sitzt im Flugzeug, denkst ja nichts Böses oder willst vielleicht noch aus dem Iran flüchten, weil du merkst, okay, irgendwie... Hier wird es gerade ein bisschen angespannt. Fliege ich mal lieber wieder zurück? Bam, tot. Ja. Das ist schon nicht so geil. Wärst du lieber da geblieben? So. Deswegen. Fliegen ist nicht gut. Ist aber noch ein Argument mehr. Liebe ja, Leute. Stimmt. Greta Thunberg direkt zu Wort gemeldet. Seht ihr? Sie war es, glaube ich, oder? Vielleicht. Thunberg hat ja abgeschossen, dass sie im Iran saß und dachte. Ah, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Die Greta wurde ja von Meatloaf kritisiert diese Woche. Oh, dem Meatloaf, der tolle Sänger und. Ja, der irgendwie vor 30 Jahren mal einen Hit hatte und. You wanna know what love is? Ja. Oder so, ja. Ich glaube, sein erfolgreichster war. Ist das der? I would do everything for love oder anything oder so. Love. Ja, irgendwie sowas. Scheißegal. Also Meatloaf, er macht mittlerweile seinem Namen alle Ehre und ist Fleischliebhaber. Ja, fett. Er ist eine Kugel. Sagen wir, wie es ist. Er ist fett. Jetzt sind wir wirklich vom Thema abgekommen, aber das Flugzeug ist ja, also da kann man jetzt nicht mehr viel zu sagen. Nee. Wie gesagt, aktueller Nachrichtenstand ist, dass es abgeschossen wurde. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht so geil. Für die Angehörigen. Aber ich meine, auch. Hallo. Für die US-Interessen müssen halt auch manchmal Opfer gebracht werden. Kanadische Opfer vor allem. Ja. Und Deutsche. Ja. Ich weiß gar nicht, waren da auch US-Bürger dabei? Nee. Weiß ich nicht, ich habe nur von zwei Deutschen gelesen, war mir auch am wichtigsten. Ja. Okay, Greta hat dann einfach nur irgendwie nach ein paar Tagen gesagt, ey, die Scheiße hier, da geht's halt nicht um mich, da geht's nicht um irgendeinen fetten Fleischklops, hat sie natürlich so nicht gesagt, sag ich jetzt. Aber sinngemäß. Sinngemäß hat sie das genauso gemeint. Fettes Schwein, halt's Maul. Fettes Schwein, also kannst kaum noch atmen.
Ja, und es geht um Fakten und es geht darum, dass die Leute nicht geeint sind bei dem Thema, was uns alle angeht. Und das ist das Ziel. Das war ihre Antwort. Was hat Meat Loaf genau gesagt? Hat gesagt, oh, die tut mir leid, die kann nichts dafür, dass sie so instrumentalisiert ist. Und die ist dumm oder so. Naja, gut. Wieder so ein Fall von... Kriegst direkt Allergie. Richtig, wieder so ein Fall von, die Aussage fällt auf den Urheber zurück. Ja. Dass er dumm ist. Aber ich wollte einen kleinen Themensprung machen. Ja. Ich würde gerne nochmal über schießende Nazis sprechen. Na, das ist doch dein Lieblingsthema. Richtig, habe ich nämlich zwei kleine Themen und zwar zum Thema aus Versehen abgeschossen. Letztes Jahr ist doch der Lübcke... In der neuen Republik. Rubrik, Alter. In der neuen Republik aus Deutschland. Aus Versehen geschossen. Aus Versehen geschossen. Mit den Themen. Auf Platz 3. Auf Platz 3. Das Flugzeug mit den Kanadiern und zwei Deutschen im Iran. Ja. Auf Platz 2. Walter Lübcke ist vor einem Jahr erschossen worden von einem, muss man sagen, mutmaßlichen Neonazi. Und... Er hat zunächst gestanden und jetzt hat er das zurückgezogen und sagt, es war ein Versehen. Er war aus Versehen mit jemand anderes auf der Terrasse von Lübcke mit einer Pistole und es kam zum Streit und hat sich ein Schuss gelöst und hat Lübcke voll in die Fresse geschossen. Na, das ist aber ein dummer Zufall. Dumm gelaufen. Und offenbar waren es jetzt aber doch ein paar mehr als nur er alleine. Es wird noch der nächste Täter quasi ermittelt, aber der steht wohl auch schon fest und die müssen noch Beweise sammeln. Jedenfalls aus Versehen Lübcke erschossen, nach so einem Geständnis. Ja. Er wollte nur seinen Freund schützen, deswegen hat er das gestanden quasi. Und auf Platz 1, aus Versehen erschossen. Banner. Bitte? Nicht? Wer? Banner? Wer ist ein Banner? Banner. Hast du nicht mitbekommen? Noch nicht. Dann müssen wir einen Platz 0 machen. Oder ist es der Politiker, der CDU-Politiker? Ja. Ach doch, Banner. Ich weiß nicht, wie der heißt. Du darfst den Namen aber nicht sagen, weil aktuell ist es ja noch nicht confirmed. Ich wollte es gerade sagen, es gibt nämlich von dieser Geschichte drei Updates quasi. Ja. Die erste war, irgendein 70-jähriger Politiker hat einen polizeibekannten Migranten angeschossen. Vermeintlich. Wir sagen ja hier nichts, ne, was uns vielleicht in Teufels Küche bringen könnte. Würden wir niemals tun hier im Podcast. Ja. Aber es wurde immer verschwiegen, von welcher Partei der ist. Ich habe eine Idee, Tino. Ja. Du kennst doch den Hulk. Ja. Weißt du den bürgerlichen Namen von Hulk? Nee. Bruce Banner. Lass mal über Bruce Banner reden. Er ist eigentlich Bruce Banner. Ach so, okay. Aber ich spreche dir jetzt mal Bruce aus Banner. Gründen einfach anders ja, aus. Nur so aus. Aber der war ja nicht Bruce grün. Banner. Der Politiker leider. Nee, der Hulk hat in Avengers 1, sagt der Hulk, that's my secret, I'm always angry. So. Aha, das also sind doch die Parallelen. Also sagt Bruce Banner vielleicht, that's my secret, I'm always racist. Nicht nur die... Nur jetzt mal gesponnen, ne? Nicht nur die Simpsons haben Sachen predicted, auch der Hulk hat Sachen predicted. Ja. Und zwar, wir reden jetzt gerade über die fiktive Person richtig, Bruce richtig, Banner. Genau, ne? Über die reden wir gerade. Was hat die denn theoretisch gemacht, diese Person? Also sie soll, wie gesagt, einen jungen Migranten, der Polizei bekannt ist, ich will es mal kurz hervorheben, ja. Angeschossen haben. Das ist auch so witzig, ich muss noch ganz kurz einhaken. Ich habe die News halt durch fucking Herrn Newstime erfahren. Ne? Ja. So, und in diesem ganzen Video sagt er nicht, dass der Migrationshintergrund hat. Und ich denke mir so jetzt, okay, dann gehe ich jetzt mal auf Twitter diesen Hashtag durchsuchen. Ob ich überrascht bin, wenn ich erfahre, dass der Migrationshintergrund eine Rolle gespielt hat. Ja. Oder gut, eine Rolle gespielt ist natürlich, ne? Das ist Weiß Zufall. Weiß man nicht, will man keinem... Das ist Zufall, es ist vielleicht auch gar nicht passiert. Wir reden über die fiktive Person Bruce Banner, die 72 Jahre alt ist, grün und natürlich. Gerne Ausländer absticht. Über die verschollene Hulk-Folge quasi. Ja, genau. Und dann ging es weiter, dass jetzt der Politiker, wo man nicht wusste bis zum Schluss, welcher Fraktion oder Partei er angehört, sein Mandat erstmal pausiert, weil er jemanden angeschossen hat. Und jetzt ist es so... Migrationshintergrund, okay. Es war aber kein Araber. Es war wohl einer aus dem Ostblock an Migranten. Das ist, man kann sagen, es zählt nicht ganz als Rassismus offenbar. Es war ja jetzt kein Ja, das Moslem sind ja die coolen Ausländer wieder, oder? Die nicht stören, nicht so doll stören. Auch so die asiatischen, habe ich jetzt auch gedacht, werden jetzt auch immer mehr so akzeptiert, weil das nicht das aktuelle Feindbild ist. Genau. Wurde aber auch da, hat ja da mal ein bisschen... Kontakt wurde da auch eines Besseren belehrt, dass tatsächlich auch das vorkommt, dass sie dann halt durch die Stadt gegangen ist und dann halt irgendwelche Xing-Shang-Shong und so hinterhergerufen haben. Das konnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sowas aktuell noch passiert. Aber außer vielleicht schon. In Freital. Weil wer Freital nicht liebt, soll Freital vorlesen. Mit Recht auch. Ja,
Mit Rechten. Mit Rechten auch verlassen. Die Rechten können im Freital bleiben. Jedenfalls. Ja. Der Schütze wurde lange Zeit verborgen, aber der Migrant wurde schon mal hochgehoben, so Polizei bekannt und er hat Streit angefangen und was weiß ich. Aber dann kam raus, es war einer von der CDU, ein alter Mann, der AfD-Sachen und anderen rechten Scheiß auf Facebook postet und der Polizeibekannte, ich mache extra Anführungsstriche ins Mikrofon, das könnte irgendwie knacken vielleicht, der ist nur polizeibekannt, weil er selbst mal zusammengeschlagen worden ist. Okay. Daraus machen die Medien polizeibekannt. Und sie haben auch geschrieben in den Medien, er hätte mit Drogen gedealt, hat er aber nie. Also es wurde immer peu à peu so ein bisschen die Wahrheit gezeigt, aber der erste Hauptartikel, der millionenmal geteilt worden ist, Fraktionsmensch, ein alter Mann, schießt auf jungen polizeibekannten Migranten, wo man erstmal denken könnte, okay. Fraktionsmensch, alter Mann. Offenbar war er ja ein Held, der hat ja irgendwie einen angeschossen, der wohl Lärm gemacht hat und der Polizei bekannt ist. Ja. Jetzt kam raus, da war nix. Das war einfach nur er war ein dummer ja wohl, Streit. Also Bruce Banner war ja in dem Bruce Zeitpunkt Banner. Wohl auch alkoholisiert, sagt das find man. Das finde ich eh dumm. Ich finde, Menschen sollten auch belangt werden, wenn sie alkoholisiert sind. Nee, das würde ich jetzt so gar nicht anführen. Ich das, aber schon. Das, ja, aber das war jetzt gar nicht mein Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ja. Vielleicht sollte ich das einfach nur revidieren und Bruce Banner sagt, that's my secret, I'm always drunk. Vielleicht hat er einfach oder so. Immer ein Alkoholproblem. Und das war wohl eine Gruppe von 3-4 Leuten, die vor seinem Haus standen oder in der Nähe von seinem Haus und halt ein bisschen lauter waren. Da ist natürlich der erste Impuls, ich schieße mal. Ja. Bei einer akuten Gefahr. Macht man ja sofort, und klar. Die Person war wohl ein Sportschütz, also ist... Nee, war, also soll sein, weil es ja fiktiv. Ja, genau, also er könnte Waffen besessen haben, die aber nicht alle registriert waren. Und darf man ja auch nicht automatisch dann mit sich führen. Genau. Man darf die zu Hause haben, ich glaube sogar, ne, Patronen und Waffe getrennt. Du kannst sie transportieren, musst sie aber so verschließen, dass du sie erst in 3 Handzügen rausholen kannst, quasi. Das ist wohl die rechtliche Lage, wie ich es halt mal im tollen Dreh weiß. Ja, also ganz, ganz, ganz viel hin und her. Aber wie steckt denn jetzt der Rezo da drin? Weißt du das auch oder hast du die Herr Newstime-Sache nicht mitverfolgt? Doch, ich habe es auf Twitter gesehen. Deswegen reden wir nämlich hier gerade so kryptisch. Denn ja. Paul Ziemiak, ja, der Sprecher, was ist Sprecher der CDU? So wie sagt man, Sekretärensprecher, wie sagt man? Bundessprecher oder? Der CDU auf jeden Fall halt. Der Fraktionssprecher, ich weiß nicht, was er gerade ist, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat er halt gesagt, ey, sorry, dafür steht Demokratie nicht und hat dann Hashtag, ich Bähner, ich weiß nicht, was das damit zu tun haben könnte, hat dieses Hashtag verwendet. Dann kam aber der Medienanwalt von dieser Person, keine Ahnung, um wen das jetzt gehen könnte. Vom Hulk jetzt nur mal angenommen. Und hat gesagt, ich als Medienanwalt würde aber ganz schnell empfehlen, dir diese Scheiße zu lassen, nur weil du Angst hast, dass Rezo wieder einen Shitstorm macht. Rezo hat nämlich kurz davor auch etwas gepostet, nämlich, dass das passiert ist. Aber der Medienanwalt hat gesagt, hey, so ganz bestätigt ist das noch nicht. Und das ist nicht in Ordnung, was sie passiert. Sie kriegen Post, hat er geschrieben, sie kriegen Post. Ja, und gelöscht wurde es. Beide haben ihren Tweet gelöscht. Beide. Paul Ziemiak hat seinen Tweet dann nochmal gepostet, ohne Hashtag. Ich hätte ehrlich gesagt Bruce Banner geschrieben. Ja, hätte ich auch gemacht. Das ist ja eine fiktive Person. Das ist ja einfach nur so ein... Ist alles nicht passiert. So ein Comic von 1933. Ihr müsst euch eh merken, liebe Leute, was wir hier im Podcast besprechen, ist alles nur fiktiv. Ja. Manchmal ist es Zufall. Märchenstunde. Brennpunkt, Gebrüder Grimm. Brennpunkt, Märchenstunde. Genau. Ja. Und es ist manchmal Zufall, dass Sachen Ähnlichkeiten aufweisen zu realen Geschehnissen, aber das ist pure Fiktion. Ja. Das habe ich auch schon sehr oft gelesen bei Sachen, wo es halt auch sehr offensichtlich nicht so ist. Also jede Ähnlichkeit mit realen Personen ist purer Zufall. Das ist halt Zwinker, Zwinker, Zwinker. Ja. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Die Top 3 der aus Versehen erschossenen Leute. Ja. Dumm gelaufen. Ja, gutes Ranking auf jeden Fall. Danke. Also auf Platz 3 ganz klar das Flugzeug. Ja, ja. Ja, also interessant. Ich bin da schon gespannt drauf. Ich habe ihn selbst nicht abonniert. Du hast ihn, glaube ich, abonniert. Ich hoffe mal, der Kollege Solmecke, ja, dass der das mal einordnet. Macht ich habe da, ja, hab da jetzt schon öfter drüber gelesen, dass das eigentlich jetzt nicht... Erstmal ein Anwalt, der sich für fucking Twitter irgendwie einmischt. Was soll denn die Scheiße? Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Dann sage ich, okay, Medienanwalt von mir aus, der muss dann irgendwie dem Zeitgeschehen hinterherrennen. Von mir aus, alles okay. Wie Weltkrieg 3 auf Twitter ausrufen. Es ist halt die heutige Zeit. Ja, ja. So, muss man halt, ne? So. Aber trotzdem
Ist das nicht so ein bisschen Einschüchterung, wenn man da herkommt und mit rechtlichen Schritten droht? Es ist eine Drohung tatsächlich. Aber wenn der wüsste, er wäre im Recht, hätte er ihn einfach nur anzeigen müssen. Hätte er dann einfach dann den Krieg gewinnen können. Ja, das aber stimmt. Aber das ihm vorzuwarnen und dass er den Tweet löschen kann, zeugt das so ein bisschen von Ratlosigkeit auch. Das stimmt. Und vielleicht kommt ja, also ich glaube, der Tweet war auch so formuliert, dass wartet doch erstmal ab, was war. Ja, aber dieses Abwarten und mal gucken, kann ja beinhalten, dass es genauso ist, wie man in dem ersten Moment vermutet hat. Eben. Und das ist ja auch einer Demokratie nicht würdig ist, das Verhalten ist ja auch nicht bestreitbar. Ob es gestimmt hat, das ist halt die Frage. Ja. Aber es wäre demokratisch nicht korrekt. Naja, aber Tino, im Zuge dessen, ich habe ja jetzt letzte Woche gesagt, es ist ein neues Jahr 2020 angebrochen, ich denke noch ein bisschen radikaler, finde ein paar Sachen noch weniger geil. Aber im selben Atemzug habe ich mir überlegt, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis. Radikales Verständnis. Also mein Ansatz ist ja immer so dieses, ich reg mich über Dinge weniger auf, wenn ich verstehe, warum sie sind, wie sie sind. Ja? Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, da kommt jetzt, nehme einfach hier dein Martin Sonneborn. Ja? Ja. Der wird jetzt über Nacht durch irgendeinen PR-Stunt, den er macht, richtig, richtig beliebt im Land. Und sagt, wenn ich an die Macht komme, dann werde ich die AfD verbieten lassen und alle Echten, die irgendwie in der Partei waren oder irgend sowas in die Richtung. Fändest du wahrscheinlich erstmal gut. Nee, ich will die AfD nicht verbieten. Das will ich nicht. Das ist Quatsch. Ja, okay, vielleicht war es zu hart. Aber weißt du, was ich meine, wenn da jetzt jemand sie ist? Ausrotten, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, dann, aber verbieten geht mir nicht weit genug. Oh Mann. Ja, aber also verstehst du, was ich meine? Gut, ja, vielleicht. Satire, liebe Leute, Satire. Ich will keinen töten. Nein, das wissen doch alle. Wir sind alle klug. Ich Triggerwarnung, huch, ich hab's am Anfang gesagt. Wir sind nämlich alle klug, wenn ich die Kommentare bei uns lese. Was? Also, Tino, vielleicht war es zu radikal, vielleicht warst du nicht das allerbeste Beispiel, weil du halt klüger bist als Oma Gerda. Aber wenn du versuchst, dich da rein zu versetzen, nicht, dass ich es gut finde, aber wenn eine Person an die Macht kommt, die offen sagt, ich hasse die gleichen Dinge, die du hast, dann ist ja irgendwo logisch, dass du dich damit identifizierst und vielleicht auch ein bisschen blind wirst für Dinge, die vielleicht gar nicht so geil sind. Ja. Weil, also, selbst wenn Martin Manfred Bonnesenf, wenn der an die Macht käme und sagen würde, ich mache überall Skateflächen hin, ja, ich verbiete Scooterfahren und Longboards. Ja, okay. Ja, okay. Aber dafür trete ich auch, schiebe ich auch Nazis aus dem Land ab. Ja, okay. So zum Beispiel. Ja. Da würde man vielleicht in meiner Position sagen, oh, der ist aber netter, der will skaten hier überall, ne? egal, komm. Das Ding ist, ich bin nicht dafür, Nazis abzuschieben, aber grundsätzlich klingt das ja erstmal aus einer eher linken Position gedacht, ja gar nicht so negativ auf einmal. Weil es ist ja ein sympathischer Typ, der überall Skateparks errichten will. Ja? Der macht die Städte grün, ja, fuck auf Autos, überall fahren alle mit Skateboard rum. Ja, um welchen Preis halt? Wenn du nicht willst, dass sie abgeschoben werden, so, dann... Aber es ist halt eine Sache, mit der ich mich trotzdem irgendwo identifizieren kann, ohne dass ich das jetzt geil finde, dass ich will nicht einfach Nazis abschieben, ich will halt irgendwie eher Aufklärung machen oder sowas, was weiß ich. Aber wenn du von diesem Standpunkt versuchst, es nachzuvollziehen, warum auch Leute so harte Anhänger, das finde ich halt bei Trump das Härteste, dass der so 100% Hardliner hinter sich hat. Ist ja bei der AfD vielleicht auch ähnlich. So. Dann kannst du das vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Aber es gibt doch irgendwie auch Grenzen. Ne? Du musst doch irgendwie erkennen, oh Gott, was sagt der jetzt schon wieder für Scheiße? Es bleibt ja über all dem auch stehen. Das machen halt dann die Clevereren. Deswegen ist Bildung so wichtig. Ja, I know. Ja? So. Die Cleveren sagen dann, oh, den Trump, den finde ich eigentlich ganz gut. Und dann merken die, okay, jetzt ist er an der Macht. Ich merke, okay, da sind ganz schön viele Sachen vielleicht ein bisschen komisch. Und vielleicht sollte ein internationales Vorbild nicht die ganze Zeit von Hass, Ausgrenzung und nächsten Hass statt nächsten Liebe. So, das steht ja für mich überall dem drüber. Warum ich es nicht geil finde, ist, dass einfach diese Botschaft von sich abgrenzen von anderen, gerade in Zeiten von Globalisierung und Internet und wir sind alle irgendwie vernetzt und verbunden und eigentlich auf Social Media, oh ja, auf der ganzen Welt folgen mir Leute, ich mag alle Leute, aber wenn die Moslems hierher kommen, dann fick die kaputt. Ja. Steck die in Käfige und schieb die ab.
Und du willst jetzt damit sagen, dass du verstehen kannst, dass Trump so Hardliner hat hinter sich. Ich kann es halt jetzt so ein bisschen mehr nachempfinden aus dieser Perspektive und rege mich hoffentlich weniger darüber auf infolgedessen. Und vielleicht kann man ja auch aus der Erkenntnis dann das besser irgendwie, ich weiß es noch nicht wie, aber besser untergraben oder angreifen oder vielleicht auch einfach nur Überzeugungsarbeit leisten. So, wenn man sagt, ich weiß, wo du herkommst, ja, ich weiß, das eint sehr, wenn da jemand in einer großen Position dieselben Menschen hasst wie du, aber vielleicht sind die gar nicht so scheiße, diese Menschen. Ja, aber Verständnis für Hass zu entwickeln, finde ich schwierig, aber ich bin nachvollziehen können. Nachvollziehen, ja. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Also man kann ja immer sagen, okay, ja, selbst der Antisemitismus, man weiß irgendwie, wo er herkommt, warum das sich so aufgebauscht hat. Ja. Guck die mal an, die Juden mit ihren Hakennasen, die sehen ja schon so komisch aus. Wenn dir da nicht das Messer in der Tasche aufgeht, ja. Nee, also man kann es ja irgendwie so nachvollziehen, wie dieser Hass entstehen konnte, aber ich kann es halt nicht verstehen und es ist halt einfach falsch und völlig überzogen. Und wenn ich mit Nazis spreche, dann rede ich auch mit denen. Also ich bin ja auch nicht, dass ich das ist Zitat, Tino. Wenn ich mit Nazis spreche, dann rede ich auch mit denen. Ja, wenn ich ihnen begegne. Ich habe ja auch den Stürzenberger nicht auf die Schnauze gehauen. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Und er mit mir, das mache ich auch ganz gerne. Es artet oftmals dann daran aus, dass ich beleidigt werde und auch schon bedrängt und auch schon geschlagen worden bin von Nazis. Will ich mal anmerken. Aber ich rede ganz gerne mit denen. Mein Problem ist halt nur, dass ich gemerkt habe, meiner langjährigen Linkserfahrung, dass man halt schlecht reden kann auf einer intellektuellen Ebene mit so derartigen Leuten. Ja. Ja, aber da muss man schon auch Unterschiede machen, oder? Also mit einem es gibt überall Unterschiede, ja. Könnte man wahrscheinlich schon irgendwie der so bricht reden. Auch Interviews ab oder lässt sie wiederholen, wenn ihm Fragen nicht gepasst haben. Ja, ich kenne diese Vorfälle alle, aber du kannst ja mit einem Höcke wahrscheinlich sachlicher reden als mit ja, die kommen ja aus Tunesien und Marokko, wo wir auch Deutsche zum Urlaub hinfahren. Ja, mit solchen Leuten kannst du halt vielleicht ein bisschen schlechter reden, das wollte ich einfach sagen. Ja, weil Adolf Höcke aber auch eine Position inne hat, ja. Und der muss ja auch, darf ja auch nicht auffallen. Meinst du, dass er so pöbeln würde wie diese Freital-Gestalten? Es gibt auch Aufnahmen von ihm, wo er noch nicht bekannt war, wo er auf rechten Demos war und so gerufen hat, wir marschieren. Ja, er hat halt gerufen, das machen ja auch linke Leute. Naja, aber ich versuche ein bisschen differenzierter. Ja, er ist ja auch Lehrer, er ist ja sowas wie ein Pädagoge offensichtlich und hat ja auch irgendwie auch Ahnung mit Gauland von Geschichte. Und mit Meuten, mit denen kannst du doch, also ja, ich verstehe den mit Punkt. Mit Weidel auch, Weidel ist auch relativ. Die sind ja in Position, das verstehe ich schon, was du meinst, aber die sind halt nicht, mit Verlaub, die dummen Bauern von Freital, womit ich jetzt auch nicht alle Freitaler meine, aber so einige Gestalten, die sich halt in diesem berühmten Freital-Video nicht von ihrer allerbesten Seite gezeigt haben. Der Dialekt hilft dabei nicht, das sage ich ganz offen, aber auch mit Dialekt ausgeklammert ist das, was gesagt wird, nicht das Allercleverste. Dialog statt Dialekt. Ja, können wir so festhalten. Freital. Absaufen. Oh Mann, ey. Doch, großes Thema. Ich finde es sehr wichtig, mit solchen Leuten zu reden, auch wenn die Haare grau werden davon. Es gab auch wieder jetzt den Fall von Spendenaffären bei der AfD, wo erst hieß es, dass die Spenden ja für, wie rum war das denn eigentlich? Das muss ich auch nochmal nachschlagen. Erst war die Spende für die Partei ausdrücklich, nicht für die Weidel. Ja. Jetzt sagt Weidel es aber umgekehrt, dass es Spenden nämlich an sie gewesen ist, damit sie jetzt diese Strafzahlung nicht machen müssen. Das heißt, Sie werden so oft bei Widersprüchen ertappt, bei Lügen ertappt. Und der Meuthen, der wusste von diesen ganzen Spendenaffären, wusste von den Spenden. Und jetzt behauptet er aber vor dem Amtsgericht, dass er viel beschäftigt war und nichts mitbekommen hat. Das ist doch immer die gleiche Masche. Und deswegen fällt es mir manchmal schwer, die Leute auch ernst zu nehmen. Weswegen mir auch manchmal vorgeworfen wird, ich würde ja genüsslich über Fehltritte von AfD dann sprechen. Einfach, weil ich es gut finde, wenn die erwischt werden bei ihrem Rumgelüge und ihrem Rumwiedergesprüchele. Auch da kann man vielleicht in die Zukunft blicken, wenn man nach Amerika schaut, denn Trump hat irgendwie, was war es, über 15.000 Lügen jetzt schon im Amt verzeichnet, aber seine Basis interessiert es halt nicht. Und deswegen meinte ich, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, nachzuvollziehen, warum die da so blind für sind. Auch wie auf der Golf spielt, gibt es auch so eine schöne Übersicht. Und die Anhänger haben auch noch gesagt, ja, die großen Politiker gehen alle immer nur Golf, machen nichts fürs Volk. Und Trump ist der mit den meisten Golfrunden so. Er hat gesagt, wenn der Präsident ist, hat er gar keine Zeit mehr zum Golfspielen und hat jetzt innerhalb von weniger als 3 Jahren geschafft, so viel zu golfen wie Obama in 8 Jahren. Ja. Das meine aber ich überhaupt halt. Dieses Golfen, was ist der Golfen? Ist der langweiligste Scheißsport, den ich kenne. Also Minigolf ist noch ganz witzig, aber ja. Golfen, Alter.
Das ist doch echt nur, weil du dann im Caddy sitzen kannst und dich überhaupt nicht bewegen musst. Du kannst sagen, ich mache Sport, ohne einen zu machen. Ich habe es auch nie nachvollziehen können. Naja, schönes Ding auf jeden Fall. Über ein brandheißes Thema sprechen. Ja. Über Australien. Ja. Hm. Australien brennt ja gerade aus, Australien. Und es sind viele Milliarden Tiere gestorben, darunter auch tausende Koala-Bären ja. und Tiger. Und es finden jetzt alle ganz, ganz schlimm. Aber, liebe Leute, gute Nachricht, das Dschungelcamp findet statt. Ist das nicht eh immer in so einem abgeschiedenen Reservoir? Ja, gar nicht aber trotzdem, Dschungel oder so? Trotzdem relativ, also gar nicht so weit weg von dem Feuer. Also okay. Das ist alles ein bisschen komisch. Erst berichtet also RTL, irgendwie, ja, grenzenloses Feuer in Australien, keiner weiß, was passiert. Es können jeden Tag noch mehr Tiere und Menschen sterben. Und dann in der Werbepause dann Dschungelcamp ab 8. Januar auf RTL. Geil. Stars in Australien. Das ist doch bestimmt schon, nee, das ist ja live. Das ist live. Ich gucke das nicht, deswegen hatte ich das nicht ich auf dem Schirm. Ich habe früher mal gesehen, tatsächlich, als ich noch in der Grundschule war. Aber inzwischen bin ich da auch irgendwie abgerückt davon. Hm. Ja, also Scott Morrison von Australien, der Premierminister, der hat sich nicht mit Ruhm bekleckert diese Woche. Der war, also erstens hat er irgendwie eine Ansprache gehalten in einem Dorf oder in so einer Siedlung halt, was weiß ich, vielleicht eine Kleinstadt, leckt mich am Arsch, guckt selber nach. Auf jeden Fall der Punkt war, dass er gesagt hat, ja, zum Glück ist hier keiner gestorben. Da sind allerdings zwei Leute gestorben. Mhm. Und hinterher wurde dann gefragt, hier sind doch Leute gestorben. Wie kannst du nicht sagen, dass da keiner gestorben ist und dass das eine glückliche Fügung ist? Mhm. Oh, in dem Moment dachte ich eigentlich an die Feuerwehrmänner. Ah ja. So, ja. Die anderen beiden waren also, nicht so relevant. Die sind nicht so wichtig gewesen, nee. Ja. Und infolgedessen, oder ich glaube, das war tatsächlich schon vorher, weil der hat sich, wie gesagt, nicht mit rumgeklettert, irgendwie nicht sehr beliebt gerade, weil er keinen Bock hatte, irgendwie zu intervenieren und Klimawandel ist eine Lüge und so. War er so auf so eine Art Promo-Move. Also er ist halt vor Ort gewesen, in so anderen Orten, wo es gebrannt hat. Und haben die Leute sich geweigert, ihm die Hand zu geben. Das sind relativ witzige, cringy Szenen, wenn man das dafür ein Herz hat. Weißt du, wenn er so ankommt, hey, die Leute machen einfach nicht, ist richtig großartig. Scotty Boy. Tut mir sehr leid für den Scotty. Ja, aber eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, die war nämlich diese Woche eigentlich so Entertainment-mäßig die größte Sache. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast. Ricky Gervais hat bei den Golden Globes nämlich eine Ansprache gehalten. Er hat die moderiert. Gar nicht mitbekommen. Das ist doch, richtig durchgepeitscht worden. Er hat eine sehr, sehr ernste Ansprache gehalten. Ne? Na, was heißt ernst? Er hat halt, also ja, schon ernst, aber natürlich super witzig verpackt. Hm. Ich bin eher relativ großer Fan, würde ich sagen. Also, würde schon sagen, einer Top 5 Comedians, so Bill Burr. Mario Barth. Mario Barth, genau. Louis C.K. auf jeden Fall noch. Was, der Vergewaltiger? Ja, ich will, dass der mich mal. Nein, der hat doch nur irgendwie eine Pflanze angepimmelt oder so. Ja, genau. Ja, es war eine Frau, aber ist okay. Eine Pflanze. Ich weiß nicht, was du bei dir zu Hause so alles anbaust, aber. Ein Blümchen. Frauen sind wie Blumen. Kann man angucken und die sind schön. Und anpinkeln, ja. Hä, aber irgendwas war da noch mit einer Pflanze, Mann. Irgendwas war mit einer Pflanze. Von mir aus. Egal. Gut. Scheiß drauf, darauf wollte ich nicht hinaus. Also Ricky Gervais hat auch übrigens eine relativ gute Serie. Kann man sich mal angucken. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Ist auf Netflix, guckt sie euch an, mir scheißegal. Er hat halt in jede Richtung geschossen und hauptsächlich halt so dieses Epstein und wie heißt der andere? Heißt der Weinstein? Ja. Weinstein, alle Steens, Alter, merkst du was? Sind das nicht auch jüdische Namen? Albert Einstein. Wer weiß, wie der so alles bekrabbelt hat. Ja. Dumme Sau. Ja, und da hat er halt richtig geschossen. 13. Naja, Zeit ist relativ, oder? Witzig, Tino, witzig. Danke. Jetzt hast du mich rausgebracht, dein Humor, ey. Ja, das war der. Also erstmal in Richtung Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Das war einer meiner favorisierten Jokes. Er hat gesagt, Once Upon a Time in Hollywood hat er mitgespielt, ne? Ja. So. Und oh, war der Film lang, ne? Der war so lang in der Pressevorführung, während, nachdem der Film zu Ende war, war Leonardos Freundin plötzlich schwanger. Nein, alt genug, wie sagt man? Off legal age. Ja? Ah, ja. So. Also der Film ist so lang, dass sie dann plötzlich 18 war am Ende des Films. Fand ich witzig. Mhm. Und halt in die Richtung, ja, ihr habt Weinstein ja alle immer in den Himmel gelobt und so. Mhm. Und ich kann nichts dafür. Warte, wie war denn der Joke, Mann? Scheiße, ich hab's gerade gar nicht präsent.
Ja, auf jeden Fall so. War witzig. Tolle Nachricht. Es gibt so ein 7,5-minütiges Video, guckt es euch selber. Ich kann es jetzt eh nicht erzählen, weil es auch auf Englisch ist. Und wenn ich das Deutsch übersetze, es macht nicht so viel Sinn und es kommt nicht so geil. Er schießt halt in jede Richtung so ein bisschen, das ist geil. So. Also Quintessenz, er ist ein gut Mensch und hat Zeit genutzt. Und er sagt halt so, ich gebe jetzt keinen Fuck mehr, das ist eh das letzte Mal, dass ich hier moderieren darf. So. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal so richtig in die Vollen. Ja. Und ja, witzig auf jeden Fall. Ich hab gelacht. Ah, jetzt weiß ich wieder. Es ging um Bird Box. Ja, Bird Box, kennst du ja. Habe ich gesehen erst vor wenigen Tagen. Ja, zum ersten Mal. Und da sagt er, Bird Box, ein Film, bei dem es darum geht, zu überleben, indem man so tut, als sieht man nichts. Exakt wie ihr mit Weinstein. Okay. Und dann gehe ich so durchs Publikum. Habe ich auch ein nettes Zitat gelesen, wer sagt, das ist nur die Pussy-Version von Lachen. Fand ich auch ganz schön. Und ja, nur solche Sachen. Guckt es euch halt lieber an. Wusste man das auch schon vorher, dass das der so komisch war? Ja, das wussten halt alle. Das ist ja der große Punkt dran. Dass es alle wussten und dass es auch im Nachhinein jetzt übelst widerliche Szenen so gibt. Auch mit Jennifer Lawrence und so. Kann man sich alles, guckt es euch selber an. Also es war ein offenes Geheimnis. Okay. Es haben ja auch viele immer gejoked. Haha, geh nicht zu Weinsteins Partys. Haha, lol. Gibt's alles. Oder geh eben doch hin. Bring deine Tochter mit. Wird lustig. Aber muss ich auch sagen, das ist ein Punkt, den ich nicht ganz so schlimm finde. Weil ganz ehrlich, wenn er sagt, hey, ich biete dir jetzt an, perform hier irgendwie einen Blowjob an mir und dann verschaffe ich dir einen Job oder so. Also Job für Job quasi. Ja, genau. Ja. So. Das ist natürlich jetzt nicht die feine englische Art. Ja. Aber wenn da nicht irgendwie eine Art von, klar, es gibt halt dieses Machtverhältnis, das kann man schon kritisieren. Mhm. Ja. Aber wenn da wirklich kein Zwang dahinter ist, in keinster Form, dann finde ich das jetzt nicht so bedenklich. Ja, nee, ja. Weil die Person kann schwierig. Ja auch einfach sagen, nee, okay, dann nicht. Wenn natürlich im Umkehrschluss dann passiert, dass Weinstein die Karriere von der komplett zerstört oder ja, so, ne? Er nutzt dann ja auch absolut. Dann ihre Gutgläubigkeit aus und seine Macht vor allem aus, dass er jetzt mit ihr nur Sex hat. Das habe ich ja gesagt, also dieses Machtverhältnis, das ist natürlich kritisch. Aber wenn man davon ausgeht, dass zwei Personen auf einem Level sind erstmal und die eine sagt, ey, ich gebe dir jetzt 10 Euro, wenn du mir einen bläst und die andere sagt nee und dann sagen beide, ja, okay, dann nicht. Oder halt die andere Person sagt, ja, okay, dann hier 10 Euro und das finde ich halt erstmal nicht so schlimm. Ich finde schon aus der Seite schwierig, also ich hätte nicht gerne, dass ich eine Rolle nicht bekomme, weil ich halt nicht mit dem Regisseur schlafe. Das stimmt natürlich, also ich sage jetzt nicht die feine englische Art, ja. Ich will es jetzt auch gar nicht verteidigen. Ja, ich weiß, was du meinst. Es war wahrscheinlich auch schlimmer als das. Es wird ja auch bei Weinstein von Vergewaltigung und so geredet. Ja, ich will den also ja gar nicht jetzt irgendwie raus. Du redest nur von den Blowjobs für eine Rolle. Ja, also so. Weil das so... heute im Angebot. Ja. James Bond. Hast du hier so eine Karte? Genau. Blowjob, anal, hier, such dir aus. Je nachdem kriegst du einen besseren Film. Ja, das will ich jetzt auch gar nicht so sehr verteidigen. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr angehört. Aber... Ich finde es halt immer ein bisschen... Wir stellen es auch nur in Frage. Was denkt ihr, bei Louis C.K., ich weiß gerade jetzt wirklich gar nicht mehr, was der genaue Fall war. Der hat seinen Pimmel rausgeholt vor Frauen und hat dann masturbiert. Genau, das so war schon das. Das ist schon sexuelle Belästigung. Ja, aber... Ja, aber... Ja, ich finde es halt kritisch, solche Leute dann in einen Topf zu werfen mit tatsächlichen Vergewaltigern. Das ist halt für mich so ein bisschen der Punkt. Das weiß Louis ich bei Louis C.K. gar nicht. Sein ganzes Stand-up basiert darauf, dass er sagt, dass er ein awkward Typ ist, der ja. Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt. So. Und dann kommt raus, och, der macht das wirklich, was der sagt, so mehr oder weniger. Er ist halt wirklich ein Creep. Aber es kann ja auch eine Rolle gewesen sein. Ja, aber ist es nicht. Ich glaube, Comedians, die einfach nur so tun, als wären. Kennst du Paul Panzer? Panzer, ja. Der spricht ja auch nicht wirklich so. Ja, ist auch okay. Eine Rolle. Ja. Scheißegal, also ich wollte nur sagen, man sollte vielleicht ein bisschen differenzieren, weil wenn man irgendwie, Louis C.K., von dem kommt halt jetzt nicht mehr so viel, finde ich schade, obwohl der jetzt halt nicht unbedingt eine Frau vergewaltigt hat. Ich finde nicht, dass das, was passiert ist, auch wenn ich es gerade nicht mehr 100% präsent habe. Er geht auf Tour, Louis C.K., aber nur in so komische kleine Städte und kleine Länder, irgendwie war jetzt im Ostblock irgendwie ganz viel unterwegs. Ich finde, seinen Penis an einer Pflanze oder an einer Frau reiben sollte kein Karriereender sein, ja. Das sage ich jetzt nur für den Fall, dass ich das irgendwann mal mache. Pflanze, okay, Frau sehe ich ein bisschen anders. Also wenn sie es nicht will, dann ist es nicht in Ordnung. Ich will auch nicht, dass jemand seinen Penis rausholt. Der hat doch nicht an ihr gerieben, oder? Harry Styles aber... Hat er nicht einfach gefragt irgendwie? Entschuldigung, darf ich mal glaube, das war nicht der Punkt. Der hat, glaube ich, gefragt, darf ich? Ist egal. Louis C.K., guter Mann. Also, wenn es gewollt ist von beiden Seiten, dass er seinen Pimmel an ihrer Mumu reibt oder an sonst was reibt,
macht doch halt, was ihr wollt. Oder auch am Kaktus, wenn er seinen Pimmel reinhält. Aber wenn eine Frau reinkommt und er erst den Pimmel rausholt und sagt, guck mal, hier eine einäugige Hosenschlange, dann ist es nicht in Ordnung. Okay. Das ist Belästigung. Das ist mit nichts zu rechtfertigen. Da will ich mich auch mal auch distanzieren von Louis C.K., von seinen Handlungen. Aber er ist ja ein sicher lustiger Typ. Also ich finde ihn auch als Comedian echt gut, tatsächlich. Okay. Und in dem Zuge habe ich auch mal über Michael Jackson gesagt, er hat ja jetzt auch kein Kind vergewaltigt. Ja, man muss auch da differenzieren. Er hat halt Kinder missbraucht. Das ist schlimm genug. Aber also, wo fängt die Vergewaltigung an? In dieser 3-Stunden-Doku geht's, oder 4-5 Stunden, ich weiß gar nicht, naja, da geht's schon auch um Analverkehr und so. Ja, naja, er hat jetzt kein Kind durch den Busch gezogen und ist einfach gerammt und penetriert und er hat die Kinder ja... Er war vorher nett zu denen, das ist der Unterschied. Das ist keine Vergewaltigung. Hat sie rangeführt. Es ist technisch gesehen Missbrauch, glaube ich. Ja, ich dachte, Missbrauch ist ohne Penetration vielleicht oder so. Nee, Missbrauch ist, wenn du etwas oder jemand... benutzt, wofür er eigentlich nicht da ist. jetzt mal ganz technisch gesprochen. Ja, aber sicher? Schon. Du definierst Missbrauch halt schon so ein bisschen so, wenn ich vorher flirte und nette Dinge sage, dann ist okay, wenn ich Sex mit dem habe. Nein, das Kind, ja, was auch total falsch ist, nicht missverstehen, halt missbraucht. Das heißt, er hat das Kind rangeführt und meinte halt zu einem 8-jährigen Kind irgendwie, kennst du Masturbation? Wir machen das jetzt mal. Das machen alle miteinander. Ja, das ist definitiv Missbrauch, ja. Er hat sie ja psychisch irgendwie manipuliert und dann missbraucht sexuell für seine Zwecke, was absolutely not okay ist. Aber er hat jetzt kein Kind irgendwie gefesselt und dann den Arsch irgendwie penetriert. Das ist ein Unterschied. Vergewaltigung geht nur, wenn die Person da keinen Bock drauf hat, meinst du? Ja, das ist bei Kindern ja eh schwierig. Also wenn die Frau sagt Migräne, aber ich mache trotzdem, ist es quasi nur ein Missbrauch. Nee, das auch nicht. Nee, stimmt ja dann auch irgendwie ein. Nee, aber es ist Missbrauch. Also ein Kind Missbrauch hat geht keine nur, weil das Kind kann ja nicht einstimmen. Ein Kind hat noch keine Sexualität in dem Sinne. Und Kinder sollten auch keinen Sex haben. Michael Jackson wollte nur seinen abgeben. Das ist eine richtige Nächstenliebe. Vielleicht. Also auch da kann man, wenn du jetzt... Du hast noch keine Sexualität, hier nimm meine. Ich hab genug. Ja. Hier, ich schmier's in die Ohren. Oh Gott. Was ist das? Oh Mann. Ja, Michael Jackson ist halt auch einfach ein Evergreen. Ne? Ja. Nein, also ich will überhaupt nichts relativieren und überhaupt nichts schönreden. Ich sag nur, wenn wir da unterscheiden zwischen er hat seinen Pimmel rausgeholt und an einer Frau gerieben und Vergewaltigung. Ich recherchiere das nochmal. Ich glaube nicht, dass der wirklich an einer Frau gerieben hat. Ich glaube, er hat sie gefragt, ob er das machen darf. Ich glaube, er hat gefragt, ist es okay, wenn ich vor euch masturbiere? Ich glaube, das hat er gesagt. Haben sie ja oder nein gesagt? Das hat er es überhaupt gemacht? Ich glaube, ist egal. Ich recherchiere nochmal. Es muss mal. Was passiert sein. Tino, wir müssen die Woche Revue passieren. Bevor wir das machen, sage ich noch ganz kurz, Bill Gates ist einer, ich würde sagen, 100. Folge ist er unser Gast. Denn Bill Gates ist jetzt völlig meiner Meinung. Er hat gesagt, als Reichster bzw. Zweitreichster, die wechseln sich irgendwie immer so ein bisschen ab mit Jeff Bezos. Bill Gates hat gesagt, wir müssen den reichen Leuten höhere Steuern abziehen. So. Ja, schön. So, das sagt Bill Gates noch im Podcast. Letzte Woche habe ich ihn gelobt, dass er mir sympathischer ist als Jeff Bezos, weil er halt man hört mal, dass er mal irgendwas gespendet hat. Also liebe Leute, Robin hat gerade versprochen, zur 100. Ausgabe haben wir hier Bill Gates. Ja. Wenn das nicht schafft, dann ist es deine Schuld. Ja, er sagt halt, dass wir auch in der Vergangenheit unsere Steuersysteme schon angepasst haben und auch jetzt ist es halt an der Zeit, weil einfach um diesem entgegenzuwirken, dass dieses ganze Vermögen, was wir weltweit haben, immer weiter nach oben rutscht zu den Top 1%. Die Schere die von Arm und Reich. Bernie Sanders gerne mal wieder erwähnt. Bernie Sanders wurde jetzt endorsed von Emily Ratajkowski, kennst du? Endorsed, empfohlen. Ach so. Das ist ja in Amerika so ein Ding. Finde ich ein bisschen befremdlich, aber trotzdem freut es mich immer, wenn ich sowas sehe. Jack White, ja, großer Fan von Jack White, hat ihn auch endorsed. Liliana Grande, nee, wie heißt sie? Heißt sie Liliana? Ariana Grande. Liliana ist eine von Magic. Ariana Grande, ich kenne mich nicht aus, wie so Pop-Scheiße. Emily Ratajkowski oder so, das ist dieses Model aus dem Robin Thicke-Dings hier. Blurred Lines. Ja, dadurch ist sie bekannt geworden. Hat jetzt auch irgendwie 28 Millionen Instagram-Follower. Schön für sie. Und die sagt, Bernie Sanders ist ein Dude. Aber sie sagt in dem Video, wo sie ihn endorsed, ja, Bernie Sanders, da geht's halt um die Message. Bernie Sanders ist halt kein junger, sexy Typ. Und da widerspreche ich, Bernie Sanders ist super sexy. Ja. So, was geben wir der Woche, Tino? Sein Hirn ist ja sexy. On the brink of World War III, aber not doch, really. Nee, aber wir waren nah dran, finde ich. Es brennt in Australien, das finde ich auch krass.
Dann wurde wieder auf Migranten geschossen. Aber für mich hat es sich ein bisschen mehr nach Boban angefühlt in der letzten Folge. Deswegen würde ich, wir hatten das letzte Mal eine 8,0, würde ich diesmal vielleicht eher zur 7,5 gehen oder so. Echt? Ja, was sagst du? Für mich fühlt sich die Woche schon wie eine 8 an irgendwie. Ja. Ja, ich weiß nicht. Für mich hat es halt so ein bisschen jetzt verloren, weil ist ja dann doch nichts passiert. So. Ja, aber die Spannung war ja da. Ja, das stimmt schon. Ja, ach komm, du hast recht. Du hast mal wieder recht. Ach, ein Stern Erotik, 3 Sterne Spannung. Okay, so machen wir es. Ihre TV-Movie. Ihre TV-Brennpunkt. Und ich wollte noch den viralen Hitler kurz benennen, und zwar diese komische Scheiße auf Instagram, wo es heißt, welche Disney-Prinzess bist du? Oh ja, guck gerne nach oben und dann kommt irgendeine Prinzessin raus. Das Ariel ist ein guter viraler sowas. Hitler, da gehe ich absolut mit. Finde ich ganz schrecklich. Bei mir kam nämlich Pumba raus und der furzt immer nur, da gehe ich nicht mit. Machst du gar nicht so oft. Also du furzt nicht so oft in Gesellschaft von Leuten zumindest. Bin ich aufgefallen. Ja, ihr kriegt es noch nicht mit. Ich war, glaube ich, vorhin Ariel die Böse. Ich habe es halt auch nicht gepostet, ne? Ich habe es mir nur mal angeguckt. Und das auch nur, weil jemand anderes das halt sehen wollte. Mhm. Egal. Wie der Penis von Louis C.K. Ja, und da ist der Bogen gespannt. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt schon vorbei ist, ob wir über eine Stunde sind. Ansonsten, wenn ihr uns jetzt noch hören solltet, sage ich noch, dass die anarchistische Tochter eines der Grand Old Parties von so einem, also von den Republikanern, die hat jetzt all seine Daten auf einem Google Drive und all seine Karten hochgeladen, weil der immer gegerrymandert hat. Das ist, wenn man die Wahlbezirke so legt, dass es zu deinen Gunsten ist. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären, aber du hast halt quasi so 15 so Dinger und du kannst es so machen, dass die Republikaner, wenn du es in 5 Teile aufteilst, 3-mal die Mehrheit haben, obwohl sie insgesamt viel weniger Sitze haben. Das ist Gerrymandering. Und das wurde jetzt quasi aufgedeckt von seiner Tochter, dass er so Mastermind in dieser Sache ist, und das ist halt super uncool. Ja. Und Arnold Schwarzenegger ist da in seiner Karriere sehr gegen vorgegangen. Kann man sich auch einen Vortrag anhören, wie Gerrymandering in der gleichen erklärt. Partei wie Trump ist, ne? Ja, aber der ist ja, der halt hat halt Integrity. Oder wie South Park sagt, Integrity. Gut, das schön. War aber jetzt bestimmt jetzt das Letzte, was ihr für uns hört. Ich denke auch. Bis bald, liebe Leute. Rentum, Hörerwunsch, kauft uns.